Es ist mal wieder Mittwoch, meine schlantastischen Freunde, und damit natürlich wieder höchste Zeit für brandneuen Minecraft 1.21 Content, denn heute gab es wieder mal einen brandneuen Snapshot und auch eine Beta für die Minecraft Bedrock Edition. Heute mit dabei ist die komplette neue Kupfer- und auch Tuff-Family. Es gibt jede Menge neue Blöcke, ein neuer Lichtblock und auch an den Fledermäusen wurde etwas rumgeschraubt, was nach den ein oder anderen Jahren echt nochmal nötig war. Meine Aufgabe ist es jetzt wie immer, euch alles Wichtige zu diesem Snapshot mitzuteilen. Eure Aufgabe ist es, heutige Like-Ziel von 2162 Likes zu knacken. Für euch nur ein kleiner Klick und für mich eine riesengroße Freude. Bevor wir in den Snapshot reinstarten, wollte ich mich noch kurz bei Elgato bedanken. Für die kommende Streaming-Phase mit unter anderem Crafted Egg 11 haben sie mir einfach mal die Elgato Facecam Pro zugeschickt. Mit dieser Cam kann ich ab sofort meine hässliche Visage auch noch in 4K streamen und mittels der praktischen Camera Hub Software jede Menge Einstellungen vornehmen, sodass mein Face einigermaßen erträglich aussieht. Solltet ihr also selber noch nach einer nicen Streaming-Cam schauen, schaut da gerne mal in die Beschreibung. Dort gibt es den Link mit allen weiteren Infos zur Facecam Pro von Elgato. Besten Dank nochmal an der Stelle. Alright, Freunde, guckt es euch an. Kupfer bekommt im 1.21 Update mehr Uses. Seien es jetzt ganz normale neue Dekorationsblöcke oder Türen oder Trapdoors oder sogar ein neuer Lichtblock, wie man ja sehen kann, der je nach Oxidation etwas gedimmter wird, oder auch die Tuff-Blöcke, wie man ja sehen kann, haben auch ein brandneues Set an Blöcken bekommen, die allesamt für Bausachen extrem cool sind. Beginnen wir aber mal von vorn. Wir haben ja im 1.21 Trailer oder Ankündigungsvideo gesehen, dass die Triad Chambers diese neuen Kupferblöcke hier besitzen. Diese ganzen neuen Kupferblöcke, wer hätte es gedacht, kann man aus den Kupferblöcken craften, wie jetzt zum Beispiel hier die Copper Grates, die auch so einem Block ähnlich sind aus einem April-Scherz-Snapshot, muss ich sagen. Dann gibt es hier natürlich auch diese Schüssel-Variante, die werden aus den Slabs gecraftet, die Trapdoors, die natürlich auch sehr, sehr cool aussehen und natürlich auch erstmalig Kupfertüren. Das Besondere an Kupfer ist logischerweise, wie auch bei den ganzen anderen Blöcken, dass sie mit der Zeit oxidieren. Da gibt es insgesamt 4 verschiedene Stufen, die normale Kupfervariante und die etwas türkisere Kupfervariante, wie beispielsweise auch die Freiheitsstatue aussieht, dürfte man ja kennen. Man hat es irgendwie schon im Ankündigungsvideo vermutet, dass das hier ein Schloss sein könnte, aber wie man ja sehen kann, das Verhalten ist genau das gleiche wie bei einer Holztür. Das heißt, hier muss irgendwie kein Schalter oder Schlüssel oder so benötigt werden, damit sie aufgehen, sondern ganz normal per Klick kann der Spieler diese Türen öffnen oder halt eben schließen. Und sie werden allesamt ja auch naturell generiert, wie gesagt, in diesen sogenannten Trial Chambers. Was man vielleicht noch faktenweise erzählen könnte, ist, dass sie ja logischerweise Licht durchstrahlt, weil das ja mehr oder weniger transparente Blöcke sind. Guck mal, der Villager kommt auch schon gucken. Ja, hast du einen neuen Job angenommen? Ja, so schnell kann das gehen. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, auf diesen Copper Grates hier spawnen keine Mobs naturell. Das heißt, du kannst sie selber hier drauf spawnen lassen, mit Spawn-Eiern logischerweise. Aber naturell werden auf diesen Blöcken hier keine Mobs spawnen. Auch wenn es klar sein sollte, erwähne ich es trotzdem mal, man kann diese ganzen Blöcke natürlich auch wachsen. Ich habe sie jetzt hier in diesem Falle schon gewachsen, dass der Oxidationsstatus sozusagen bleibt. Das heißt, sie werden nicht oxidieren, wenn ich sie eingewachsen habe. Ich kann das aber auch wieder abwachsen, sage ich dann einfach mal mit einer Axt, oder dann wieder einwachsen, wie man halt lustig ist. Also falls man beispielsweise nicht möchte, dass sie oxidieren, kann man das verhindern. Oder falls man doch wieder möchte, dass sie oxidieren, kann man das auch wieder rückgängig machen. Und das gilt natürlich sowohl für die Blöcke als auch für die Trapdoors oder für die Türen. Das kannst du machen, wie du lustig bist. Switchen wir mal eben rüber zu den sogenannten Kappa Bulbs, wie man hier sehen kann. Also das ist auch ein brandneuer Lichtblock, der auch eine echt coole Fähigkeit hat. Zum einen muss er nur einmal aktiviert werden. Ich deaktiviere sie gerade mal, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht. Also so sehen sie aus, wenn sie deaktiviert sind. Und ihr habt es schon gesehen, sobald Redstone in irgendeiner Form mit diesem Block interagiert, fangen sie zum einen an zu leuchten und zum anderen leuchtet hier innen drin so ein kleiner Redstone-Kristall auf, sodass du weißt, okay, aha, dieser Lichtblock ist gerade bepowert. Der muss nicht bepowert sein, er leuchtet trotzdem weiter, aber dann verschwindet auch logischerweise dieser Redstone-Kristall hier in der Mitte, es sei denn, wir platzieren das Ganze wieder dahin, in diesem Falle, wenn er leuchten soll. Richtig coole Sache, man kann auch schon erkennen, dass das Licht immer gedimmter wird, je nach Oxidationsstatus. Beispielsweise bei dem normalen Kupferblock ist es das Licht Level 15, beim halb oxidierten, sagen wir mal, Licht Level 12 und so weiter und so fort, 8 und dann letztendlich nur noch Licht Level 4. Damit kann man unglaublich viele coole Bausachen machen. Dekorativ ist das mal wieder eine 10 von 10, wo die höchste Zeit nochmal für einen neuen Lichtblock ist einfach nur nice. Wie craftet man das Ding? Auch relativ einfach. Man benötigt 3 beliebige Kupferblöcke. Das heißt, du kannst direkt bestimmen, wie dieser Block oxidiert sein soll. Wenn du andere Kupferblöcke hast, kannst du die natürlich auch benutzen. Eine Blaze Rod und auch einmal Redstone. Das relativ günstig und einfach zu craften, würde ich sagen. In den Ankündigungsvideos hat man auch gesehen, dass die Tuff-Blöcke neue Blockvarianten erhalten. Man kann es schon sehen. Es gibt vor allem die Bricks, die ich ultra
ultra cool finde. Guckt sie euch einfach mal an. Die sehen mega nice aus. Da kann man ganz, ganz viele verschiedene Sachen dekorativ natürlich schmücken. Das Prozedere ist eigentlich immer das Übliche. Wir brauchen den stinknormalen Tough Block, können daraus alles Mögliche machen. Sei es jetzt die polierte Variante hier, daraus dann die Bricks, daraus dann die Slabs, die Mauern, die Slabs, habe ich schon gesagt. Aber auch hier diese Schüssel-Varianten, die auch relativ cool aussehen. Das war auch nicht gewollt, sondern die hier. Die finde ich auch sehr nice. Das ist irgendwie so, sind so ein paar Swings drin, so ein bisschen Luft, wie halt, ne, passend zum The Breeze Mob unten in den Trials Chambers. Finde ich ganz nice. Allgemein Tough-Blöcke, absolute 10 von 10 damit zu arbeiten. In Kombination mit Kupfer, auf jeden Fall richtig, richtig nice. Des Weiteren gibt es noch zwei kleine, aber feine Änderungen, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte. Unter anderem, eine Änderung betrifft die Enderperlen im Spiel. Da wurde jetzt nicht am Muse selber irgendwie rumgeschraubt, sondern am Soundeffekt. Wenn wir jetzt eine Enderperle werfen, gibt es immer einen sogenannten Sound of Impact, der euch sehr bekannt vorkommen dürfte. Wir gucken mal. Also jedes Mal, wenn wir quasi landen, gibt es dann einen Soundeffekt. Und hey, man mag es kaum glauben, aber ich glaube, seit dem 1.14-Update wurde nochmal etwas an den Fledermäusen gearbeitet. Aber nur an der Textur. Wenn wir hier mal reinschauen, wurde die Animation, die Textur an sich, ein wenig überarbeitet. Ich habe jetzt einfach mal ein Modell ohne AI gespawnt und dann kann man sich die mal etwas genauer anschauen. Ich muss sagen, die sehen extrem cool aus. Also die Ohren sind auf jeden Fall deutlich größer geworden. Sie haben eine viel, viel coolere und realistischere Animation. Sieht man ja auch wie bei diesem Bree hier, der die ganze Zeit rumfliegt. Und allgemein würde ich mal ganz kurz testen, wie es aussieht, wenn sie an einer Decke hängen. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob das möglich ist, dass man selber Fledermäuse spawnen kann, die dann sich irgendwann an die Decke hängen. Die müssen ja eigentlich untätig sein. Aber soweit ich weiß, selbst wenn der Spieler unsichtbar ist, und der Spieler die approacht, dann ja, werden sie ja wachhaft. Aber ich glaube, ihr müsst es euch einfach vorstellen oder selber denken. Ich glaube, wenn man sie selber spawnt, per Spawn-Eye fliegen sie die ganze Zeit hyperaktiv umher. Egal ob Tag oder Nacht. Aber naja, die Textur und das Modell auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ihr könnt ja sehr, sehr gerne mal eure Meinung zum heutigen Snapshot in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von diesen ganzen neuen Kupfer- und auch Tough-Blöcken? Und natürlich auch zu der Änderung bezüglich der Fledermäuse wie auch zu den Enderperlen. Das würde mich wie immer brennend interessieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.